Siebter Hesinde. Die Nacht war schwül, laut und lang. Wie zäh die Stunden an euch vorbeigelaufen sind und euch jede Erholung verwehrt haben, kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Ihr seid einfach nur genervt, habt Kopfschmerzen und eure Haut juckt vom Stechen der Mücken. Repligia, der wird gerade wach vom lieblichen Klang eines Vogels, was die anderen allerdings als penetrant nervigen Tocken wahrnehmen, denn er hämmert gerade mit seinem Schnabel gegen den Baum. Alle anderen, wie gesagt, haben kaum geschlafen oder gar nicht, die Erholung wurde ihnen verwehrt. Und Dijan dahingegen hat ziemlich gut geschlafen, jetzt mal abgesehen von den Stechmücken, die auch ihn gequält haben, aber das Moos, was unter dir war und die Astgabeln, in die du dich gekuschelt hast, hat viel der Härte genommen und du hast sogar jetzt einen farbigen, ja, der Moossaft ist so ein bisschen ausgelaufen, hat ein farbiges Muster auf deiner Kleidung hinterlassen, was jetzt für neue gelbgrüne Kleckser gesorgt hat und deine Robe das gewisse Extra verleiht. Ja, ich wache munter auf, strecke mich und rufe zu den anderen: Guten Morgen, Bruderschwestern. Seht doch, dort drüben durch die Blätter könnt ihr die Sonne aufgehen sehen. Das wird ein wunderschöner Tag heute. Ja, ich befürchte auch. Das ist so ein einzigartiger Dschungel, dass ich jetzt schon anfangen muss zu kotzen. Rodrigo richtet sich auf und kontrolliert seine Tasche, geht einmal kurz alle Sachen vorsichtig durch und ja, klopft seine Stiefel aus, indem er sie einmal zusammenschlägt und dann sozusagen umdreht und sie sozusagen in die Tiefe schlägt, dass sozusagen, was da drin ist, sozusagen hinausfallen soll. Zuerst, indem er sozusagen die Spitzen nach oben zeigen lässt, gegen Himmel, schlägt er die Hacken zusammen vor den Stiefeln in den Händen und dann dreht er sie sozusagen um, dass sie mit der Sohle, mit der kompletten Sohle gegen Himmel zeigen und schlägt sie dann nochmal an den Hacken zusammen zweimal. Ja, und dann schlüpft er da hinein. Ja, das ja, Tocken von dem Vogel macht es nicht wirklich besser. Und wenn Brindigia mit so einer guten Laune aufsteht, die dann natürlich von der hohen Chorpriesterin erwidert wird, die auch schon fröhlich auf einem Beste steht und wieder mit einem wunderschönen guten Morgen, Brüder, Schwestern, grüßt. Ah, es ist alles irgendwie nervig. Und dadurch, dass ihr jetzt noch viel, viel lange Zeit hier herumgehen müsst, die Reise gerade eben erst begonnen habt, es ist einfach nur nervig. Ihr bekommt 2 Punkte Jähzorn. Nicht permanent, aber für die nächsten paar Tage. Vielleicht wird sich das irgendwann bessern, aber erstmal seid ihr ganz schön genervt. Schreibt euch das, wie gesagt, nicht als permanente Punkte auf, sondern als ja, temporäre Jähzornpunkte. 2 Stück. Bei Dijan, wie schafft man es eigentlich, hier gute Laune zu behalten? Ich merke nur, wie ich das Gefühl bekomme, irgendetwas kaputt machen zu müssen. Meine Fäuste sagen mir, ich muss jetzt etwas kaputt machen. Kann es sein, dass du hier keine gute Laune hast? Sieh dich doch mal um. Die volle Schönheit, aus Ruhrs Weltengeschöpf. All das Leben um dich herum. Du Es ist sagst bunt, gerade es die ist. Schönheit der Welt und einfach daraus zieht er seine Hose runter, man sieht seinen blanken Arsch und er strölt jetzt von diesem riesigen Baum nach unten. Ja. Ja, nun, auch das ist Teil der Schönheit der Welt, auch wenn viele nicht verstehen. Danke. Nicht viele Männer geben mir Komplimente für meinen Arsch. Knackig, Naja. Isa. Pack ihn gleich wieder ein. Was haben wir uns noch für heute vorgenommen? Wie viele Meilen wollen wir schaffen? Genau, wie viele Meilen schafft man in so einem Dschungel? Ich weiß, im Sumpf schafft man naja, keine große Tagesleistung, aber hier scheint mir das noch weniger zu sein oder kommt mir das nur so vor? War das gestern mit dem Unterholz, wird das später weniger, wenn man tiefer im Dschungel ist? Also wenn wir gut vorankommen, dann schaffen wir sicherlich 5 Meilen heute. Da bin ich ja total beruhigt, dass wir 5 Meilen schaffen. Emi, was meinst du denn? Wahrscheinlich wird es ja mittags sehr heiß oder schützen uns hier die Blätter? Nein, also es ist ziemlich warm, gerade für euch Garetias, aber wir haben sowieso vor, eine Pause zu machen. Jeder vernünftige Maraskaner macht das. Wir wandern in der Mittagssonne nicht, auch wenn sie uns dann zwischen dem Blätterdach nicht berührt, aber warm ist es trotzdem, auch für uns. Nur weil ich jetzt hier kein Maraskaner bin, brauchst du mich nicht über einen Kamm scheren mit hier. Schaut sich um. Rodrigo ist kein Garetia. Ich bin Zyklopäa.
Es ist doch Ragnar? alles das Gleiche. Entweder ihr seid Fremdijis oder Hafaias oder Garethias. Dann sind wohl Fremdijis. Ernsthaft? Ja, dann lass uns diesen tollen Tag genießen. Magnus hier. Brauchen wir erstmal was zu fressen für dich. Also gut, Männer, sammeln. Wie bei uns auch die Stimme ist wieder zu hören. Wir klettern jetzt allesamt nach unten. Wir haben einiges zu tun. Jawohl. Durften wir regenerieren? Nein, es gibt Nein. keine Regeneration. Okay. Klettert ihr mit dem pochenden Kopf wieder nach unten, versucht es zumindest und dauert schon ziemlich lange. Und ihr fühlt euch eigentlich wie gerädert, nachdem ihr dann so sehr schlecht in dieser Astgabel genächtigt habt. Aber irgendwie würde schon klappen. Ein Sturz von so einem Mammutbaum wäre auch ziemlich tödlich. Rodrigo schnappt sich das Seil und klettert zuerst nach unten. Als ihr nach und nach das Seil hinunterklettert, wie gesagt, langsam, vorsichtig, damit ihr eben nicht fallt, könnt ihr unter euch den aufgewühlten Boden erkennen. Der Regen hat hier den Boden matschig werden lassen, ebenso wie in der Stadt. Und viele Tiere sind hier im Laufe der Nacht unter eurem Baum entlang gezogen. Nur wenige Meter von euch entfernt findet ihr eines der ominösen Stachelschweine, die schon in Boran eingepfercht waren, aber die ihr nicht besucht hattet. Irgendetwas hat wohl die Flanke aufgebissen oder aufgerissen und die Beute dann liegen lassen. Ihr könnt zahlreiche Mücken sehen, die bereits ihre Larven in das Fleisch gelegt haben und die ersten paar Maden sind auch schon ausgebrochen aus dem Kokon und sind gerade dabei, sich wimmelnd an diesem Fleisch des Tieres satt zu fressen. Einige abgeschossene, Stacheln von diesem Schwein könnt ihr auch noch sehen, die dann herumliegen, einige Meter entfernt. Boah. Da ist da passiert. Ich schaue mir das mal an. Ich untersuche mal das Stachelschwein, vor allem darauf, ob das jetzt irgendwie was Natürliches war, was das angefallen hat, oder tatsächlich irgendwelche Ungeschaffenen dafür verantwortlich sind. Ja, dann darfst du dir gerne aussuchen, entweder Anatomie oder Tierkunde. Wundert mich nicht bei dem ganzen Krach, den wir heute Nacht hatten, dass wir hier so ein sterbendes Schwein geschrien haben. Dass wir das nicht gehört haben. So, und? Und? Was hat's aufgefressen? Oder totgeschlagen, oder? Imira Misabio? Wie ist es denn? Kann man das Ding essen notfalls? Lass uns davon Teile einpacken? Also, so viele Maden, wie da dran sind, würde ich das nicht mehr essen. Nein, das Warum sollten ist wir es wirklich heute nicht tun. gestorben? Und Maden kann man damit essen. Ja, aber wenn so viele Maden dran sind, dann kann das Fleisch auch durchaus krank machen. So heiß wie es hier ist. Hält sich etwas, was nicht konserviert ist, so gut wie gar nicht. Aber es Glaube, besteht zumindest keine Gefahr, Bruder, Schwester. Das Tier wurde nicht von einem Ungeschaffenen getötet. Vermutlich ein Parder oder so etwas. Was ist Was ein ein Pader? Parder? Eine Art Raubkatze, die zum Teil auf den Bäumen, zum Teil auf dem Boden lebt. So wie die Wie die Berg. Berglöwen des Rastulswalds. Eine besonders schöne Schöpfung. Ihr müsst wissen, diese Kreaturen, ihre Zähne sind so gearbeitet, dass wenn sie euch von hinten angreift, und das tut sie meistens, so schön von hinten oben aus den Bäumen anspringen, dass sich ihre oberen Zähne direkt in die Augen stülpen und dadurch kann sie den Schädel ziemlich einfach knacken. Jagen immer Beziehungsweise paarweise einfach den mit Kopf dem. abreißen. Und so etwas nennt ihr schön. Naja, das ist doch einfallsreich. Was sich Da zwar hilf einfallen ich lässt. mit nach Hause. Also Magnus hier, zur Ausnahme darfst du laut kläffen, wenn du eine Katze riechst. Alles klar? Katze, wow, wow. Versuch den Kleinen dazu zu ermutigen, dass er jetzt mal laut gibt. Ja, er bellt einmal kurz Ich. und hast du ihn gerade wieder in seinem Rucksack oder wo ist er? Angeleint, Angeleint. aber frei. Er würde dann die Leine spannen und in Richtung dieses Stachelschwein schnuppern und dann mal gucken, ob er, einfach mal dran riechen, je nachdem, wie nah du ihn kommen lässt. Ja, ich lasse ihn daran. Ja, dann wird er an schnuppern, von oben nach unten einmal abtasten und dann mit den Pfoten so ein paar Maden, kaputt quetschen, mit den Spielen, die nicht wirklich fressen, aber dann, du kannst auch sehen, wie er einmal kurz nach ihnen schnappt, die umher wedelt mit seinem Kopf einmal und sie dann, ein paar Zentimeter von dem Fleisch
dem Stachelschwein dann wieder in den Boden fallen lässt, wie es eben so ein Hund tut. Ja, also ich habe noch keinen Hunger. Wie sieht's aus? Sollen wir aufbrechen? Nein, wir haben einiges mit, was uns gegen die lange Reise hilft. Dazu haben wir zum Glück unsere Alchemistin dabei. Sie teilt jetzt gleich ein paar Pakete aus, mit denen wir uns, bevor wir jetzt aufbrechen und die lange Reise antreten, ausstatten. Also, was ist denn als erstes im Beutel? Ja, die Magier, nicht die Magierin, sondern die Alchemistin, tritt dann hervor, holt aus ihrem großen Ranzen ein paar Dinge, die sie dann austeilt. Das erste ist Tarnfarbe aus Egelschreckpaste und Stinkmörgel. Reicht dann mehrere kleine, ja, so Kassettchen herum, die dann geöffnet werden können. Ja, wie so ein typischer Stinkmörgel, das heißt Mürbelstein oder was? Ist das auch? Frage Ja, von Brigo. genau. Ah, der schützt doch gegen Mücken, das ist doch ideal. Ja, genau. Ich habe zusätzlich noch ein paar Anpassungen gemacht. Das heißt, die Tarnfarbe ist rot und grün, sodass sie uns ideal abtarnt und nicht nur, naja, dann die Insekten festhält. Also Tarnfarben. Hier drückt sie dir eine Kassette in die Hand und Tarnfarben mit. Orgoviborn nimmt eine ab, steckt zwei Finger dann in diese kleine, in dieses kleine Kassettchen rein und zieht sich dann Striche ins Gesicht. Sehr hübsch, Wimon, sehr Ja, hübsch. Kasim, ihr wolltet etwas sagen? Also im Prinzip einfach Tarnfarbe mit nützlichem Nebeneffekt. Genau das. Er nickt. Auch Oh, dann Rodrigo steckt steckt seine noch rechte. er zwei Finger rein. Rodrigo steckt seinen Zeigefinger hinein und malt sich ein wenig die Backen an. So, das müsste reichen, denke ich. Ich habe keine Lust, dass mir das Zeug von der Stirn in die Augen läuft. Aber dafür Vivian habt ihr malt doch sich eure einfach schöne Augenbrauen. Schnörkel ins Gesicht. Was denn? Dafür habt ihr doch eure Augenbrauen. Da bleibt es dann hängen und läuft es nicht in die Augen. Vibo derweil guckt euch beide an, also Patician und Rodrigo, und schüttelt nur beim Kopf. Also gut, wer kennt sich damit nicht aus? Er tritt mal an Jalan heran. Rittersmann, weißt du, wie das geht? Tarn? Tarnfarbe mir ins Gesicht schmieren oder was? Ja, von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem, wie du am besten gucken kannst. Du ziehst die Striche am besten, er legt seinen Kopf einmal ein bisschen schief. So von oben nach unten. Dann sieht es aus wie Grashalm. Ah, verdammt. Widerwillig greift Jana in diesen Topf rein, schmiert sich das mit der platten Hand einmal von oben nach unten ins Gesicht. In Strichen, damit es aussieht wie Grashalme. Das Tarnen wird dann und auch noch einmal täuschen. nachgebessert. Ah, verdammt, schon wieder. Er schlägt einmal mit seiner Hand auf seinen Arm, kannst sehen, wie sich da wohl ja, irgendein Insekt platt gehauen worden ist. Verdammt, das war größer. Oh, rubbelt einmal drüber. Kannst sehen, wie dann noch so ein paar Säfte an seiner Hand herunterlaufen. Ich dachte, die Paste soll gegen die Dinger helfen. Was ist so los? Ja, wir sind noch nicht fertig. Und Rodrigo Also schmiert sich gut. dann auch das Ganze mit zwei Fingern, so wie er es vorgemacht hat, in Streifen, so ein bisschen über die Stirn und über die Backen. Und ja, gut, Gott, jetzt haben wir es langsam. Dann auch über das Kinn ein wenig. Ja, Magnus wird Oh. auch eingerieben. Magnus, das darfst du nicht ablecken. Das muss jetzt erstmal ein paar Tage halten. Verstanden? Kasim zieht sich auch Grashalme ins Gesicht. Also gut, das nächste, was ich hier habe, ist optional. Das verstärkt das Ganze, was wir mit der Egelschreckpaste schon vorhaben. Das ist Eugenwurz, beziehungsweise Eugensud. Es ist eingeplant für die Mannschafter. Das heißt, wenn einer von euch Offizieren, dabei drückt er, schaut er einmal in Richtung von Ephadaios und Rodrigo. Wenn ihr was davon abhaben wollt, dann geht das auf eure Kosten. Aber die Mannschafter sind mit eingeplant, die kriegen das umsonst. Und wozu soll das gut sein? Es hilft ebenso gegen Mistviecher. Wenn es einem so Also für die Mistviecher vom Offiziere, Hals die hängt, Offiziere müssen hinterher. das bezahlen, oder was war das? Richtig. Was kostet eine Anwendung? Eine Anwendung? Kannst du dir abstreichen lassen. Ich mache einfach einen Strich in das Buch und dann sind das 5 Dukaten weniger. Fünf Dukaten, okay. Hi? Verstanden. Gut. Melde dich einfach, wenn du was haben willst. Ansonsten hier. Ja, das, was dann die Alchemistin aus ihrem Rucksack holt, wird fast gar nicht weniger. Sie gibt ein paar Stängel aus. Das ist Donf. Er kaut dabei am besten herum.
So nebenbei. Es ist ein bisschen bitter, aber naja. Wird euch helfen. Zudem ist es optional, als Prophylaktikum hier etwas Asche. Mit ihr Schnupfen wird euch ebenso helfen. Asche. Richtig, bedeutet richtig. Optional immer, dass es sozusagen jetzt hier genommen wird und von dem Gehalt abgehalten wird, oder was bedeutet das? In diesem Fall ja. Das Donf kostet an sich sehr wenig, das bekommt ihr so, aber alles andere ist dann nur für die Mannschaft verplant und die Offiziere müssen dann auf Selbstversorgung. Dafür ist euer Geld ja da. Ja. Gut, dann möchte ich Meldung haben. Wir lassen die Hand am besten unten. Das heißt, wenn ich irgendjemand die Hand am Kopf sehe und der mir Meldung macht, dann wird sie abgeschlagen. Sowas hat hier im Dschungel nichts zu tun, denn sollte uns jemand dabei sehen, weiß genau jeder, wer wem Meldung macht und Offiziere werden hier nicht erkannt. So, dann bestehe ich trotzdem darauf, dass die Meldungen, die gemacht werden, klar und präzise sind, dass sie überlegt sind und dass sie schnell kommen, wenn irgendetwas sehr wichtig ist. Gut, dann will ich nicht, dass niemand herumsteht. Das heißt, ich will eure Hände nicht in den Hosentaschen sehen. Wir bewegen uns in einer Schützenreihe. Kommunikation gibt es nur per Handzeichen. Pack am besten deinen Hund wieder in den Rucksack. Ich will kein Kläffen hören. Zumindest nicht, wenn wir uns bewegen. Und wenn wir herumstehen, dann wird sich sofort abgekniet. Da muss ich jetzt aber mal fragen. Erwarten wir hier noch irgendwas anderes, außer diese wunderschönen Raubkatzen und vielleicht Wildschweine und Mücken? Magister Brindigian, das könnt ihr wohl aufklären. Also, großes Getier, gibt's da noch eine Sache, bevor ich euch warnen will. Wenn ihr gewisse Pilze seht, rot getupfte Pilze, dann haltet sofort inne und geht ihr oder Imirasabu Bescheid. In der Nähe von denen halten sich häufig Maras auf. Mit denen ist nicht zu spaßen, am besten vermeiden wir die Konfrontation. Wie sehen die aus? Oh, es sind so eine Art Spinne oder eine Mischung aus Spinne und Skorpion. Die Mähren? Nein, es sind Köpfe Zars. Aber wie? Dann ist alles in Ordnung. Wieso darf man jetzt hier nicht salutieren oder halt seine Hand heben? Also das Tiere kapieren das so eh nicht, oder? Also weil der zweite Mion ja Angst davor hat, man könnte doch herausfinden, dass er das Sagen hat. Nein, ich glaube, dass es sinnvoll ist. Wenn wir hier drin irgendwie verfolgt werden von irgendwem oder irgendwas. Das hier ist immerhin Maraskan und auf am anderen Ende der Insel sitzt Helmerfax. Das heißt, dass es nicht unbedingt unwahrscheinlich ist, dass irgendwer irgendeinen scheiß Gutongi nach uns schickt, um uns zu beobachten. Oder ein gewisses Gebiet zu beobachten. Das wäre sinnvoll, nicht? Gutongis waren diese kleinen Dinger, ne? Die kleine fliegende Augen, meistens unsichtbar. Naja, meistens reicht ein Schlag, ja. Aber es ist... Es ist niederhöllisches Gezücht, das einen beobachtet. Oder ein gewisses Gebiet beobachtet. Es wäre einfach sinnvoll, nicht zu offenbaren, dass wir in irgendeiner gearteten Weise dem Militär angehören. Also, selbstverständlich. Der Frosch hat recht. Tiere interessieren mich nicht. Die können so etwas nicht verstehen. Aber wir haben hier neben den Hafayas oder den Hafakschen Kamortgardisten laufen hier auch Rebellencamper herum. Gerade hier in der Nähe habe ich mir von Geron sagen lassen, dass der Diskus von Boran wohl sehr aktiv ist. Allgemein das Heranidat. Aber es gibt auch viele weitere Rebellentruppen und die schießen erst und fragen dann. Weil die Fragen, die sie stellen, beziehungsweise die Antworten, die sie bekommen, sind zumeist immer gleich. Es gibt hier unglaublich viele Rebellentruppen, die sich teilweise auch selbst bekämpfen. Und da wir auf den ersten Blick als Fremdigis oder Garethias zu erkennen sind, wie gesagt, sie bekämpfen sich sogar untereinander. Das heißt, Maraskaner, die Maraskaner töten oder den Kreis weiterschicken. Er rollt einmal mit den Augen. Also gibt es keine zentral organisierte Widerstandsbewegung? Meines Wissens nicht. Schaut ein bisschen ratlos in Richtung von Brindigian. Oh, es gibt sehr viele zentral organisierte Widerstandsbewegungen. Also gibt es keine zentral organisierte Widerstandsbewegung? Ganz viele Zentren. Kann man nennen, wie man will. Aber ja, der Widerstand, wenn sich die Widerstände gegenseitig bekämpfen, dann schwächt ihn das in der Gesamtheit. Das ist schlecht. Der Widerstand ist teilweise noch etwas unkoordiniert, das stimmt schon.
Man erkennt sie meistens an diesen farbigen Schnipseln, die sie in den Wind hängen, an irgendwelche Bäume oder so etwas. Und naja, wenn man diese Farben dann nicht auf der Haut trägt, dann ist man frei wild. Also sollen wir Bescheid geben, wenn wir so etwas sehen? Ja, richtig. Deswegen habe ich es mitunter angesprochen. Sehr gut. Die Liste, die ich hier habe, einen Moment, ich muss gerade mal durchgehen. Genau, die Maraske. Ansonsten gibt es hier andere Tiere, die uns Alligator, Borons, Otter, Baumschlinger, Baumspinne, Baumwürger, Grubenwurm, Hunswürgerkröte, die Maraske hattet ihr schon genannt. Es gibt hier Morphus, die wir auch schon kennen. Mungos, die natürlich auch ziemlich gefährlich werden können. Nesselvipern, Noralek-Otter, den roten Maran, den Parder, das ist das, was wahrscheinlich dieses Vieh da angefressen hat. Die Speispinne, die Sumpfechse und die Würgeschlange. Also das sind all die Tiere, die uns ohne Gift töten. Die anderen Tiere, die uns mit Gift töten, sind die Kleingetiere und die Parasiten, die ich jetzt allerdings nicht aufliste, weil diese Liste selbst sprengen würde und dann stehen wir morgen immer noch hier. Also. Sag mal, Rodrigo, hast du schon mal von diesen Tieren gehört, die nach Boron benannt sind? Was ist das für ein Otter? Boronsotter. Ja. Wenn ich mich richtig entsonnen habe, eine gefährliche Giftschlange, die kommt, glaube ich, auch im aventurischen Süden vor. Alles Viel klar, der möchte weiß ich ich nicht darüber begegnen. nicht. Sie trägt ihren Namen vermutlich nicht umsonst. Wenn sie gefährlicher sind als Speikobras aus dem manadischen Land, dann sind sie wirklich gefährlich. Gegen allerlei wechselwarmes Gekröse, sei es Echsen, Achas, wenn es die hier noch gibt, denn sie wurden hierher geschickt vor langer Zeit, hilft. Alles, was irgendwie kalt ist. Brindisi beherrscht ihr Eiszauber. Nein, ich beherrsche keine Eiszauber. Da müssen wir dann auf dich zurückkommen, vermute Ich ich. auch nicht, aber ich kann ja auch gar nicht zaubern. Bei den Ich Achas bleib wäre einfach ich dumm. extrem vorsichtig. Sie haben seltsame Waffen, die ich weiß nicht wie, aber irgendwie schlecht sind. Ach so, Prodigy, gibt es hier Achats? Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich hier weit in der Mitte Maraskans herumtreiben. Die leben hauptsächlich im Süden. Aber es kann durchaus sein, dass es auch hier versprengte Gruppen oder Dörfer von ihnen gibt. Lebt man mit den Achats hier zusammen wie in Selim, also teilweise, oder ist es eher so wie die Achats, die keine Menschen mögen und sie versklaven? Wie ist das hier? Also die Achats, die ich bisher gesehen habe, die haben Speere nach mir geworfen. Aber es Okay, soll auch okay. welche geben, die umgänglich sind. Gut, das heißt, wir müssen Allerdings nur das sehr sehr wenige. vorsichtig angehen und dann erstmal beobachten, okay. Oder umgehen direkt, ja, ich verstehe. Ich wollte keinen Kampf mit ihnen provozieren. Sie sind gefährlich. Und ihre Zauberer. Also meine Herren, ich habe hier noch eine letzte Fiole für jeden von euch. Die sind abgezählt, das heißt, das ist die einzige, die ich habe. Und damit geht sie einmal herum und verteilt ganz kleine Schnapsgläser, beziehungsweise Schnappdeckelgläschen, könnte man eher sagen, wo ja sehr wenig Flüssigkeit drin ist, die sie dann nach und nach rumgibt. Das ist ein Prophylaktikum, das heißt, das wird euch hoffentlich gegen viele Gifte der Insel hier ja, helfen. Zumindest gegen diese Stechmücken und alles. Denn auch die können tödliche Krankheiten übertragen, die dann sehr schnell zum Tode führen. Normalerweise überlebt ein, naja, jemand wie wir hier einen halben Tag und danach ist es um uns geschehen, aber wir sind, wie gesagt, vorbereitet. Wie gesagt, ein Prophylaktikum. Es wirkt erst in einem Tag und dann für schätzungsweise 2 Wochen. Je nachdem, wie der Metabolismus ist, also die körperlichen Eigenschaften, kann das auch schneller abgebaut sein. Aber wie gesagt, wenn ihr euch irgendwie beißen oder stechen lasst, dann bitte nicht heute, sondern eher morgen. Also sollen wir es jetzt nehmen? Jetzt, genau. Und wenn ihr gebissen oder gestochen werdet, dann macht jetzt Meldung. Alles klar. Ei. Hi. Ich wurde schon heute 100 Mal gestochen von kleinen Mücken und das, bei den Worten hebt Rodrigo den Deckel von diesem Becherchen an mit dem Daumen und schluckt das Zeug hinunter. Ja, Ja, es für sie schmeckt ebenso. eigentlich gar nicht so sehr schlecht. Du hast kurz das Gefühl, als ob es pures Zuckerwasser ist. Und dann kannst du noch eine andere Note herausschmecken. Was ist das? Eicheln. Ganz merkwürdig. Also gut, jetzt sind wir vorbereitet für den langen Marsch. Wie gesagt, wir haben viel zu tun und
So eine Reise, wie wir sie unternehmen, hat nicht jeder vor, der auf Maraskan herumeilt. Verdammt, ist ein bisschen gelangweilt von dem Gespräch und wird sich währenddessen nochmal dieses Stachelschwein etwas genauer anschauen. Fragt sich, warum die Katze abgehauen ist, bevor sie das Ding aufgefressen hat.